So, Robert, also wenn du heute nicht deinen neuen Daily findest, dann bist du echt wählerisch, muss ich sagen. Denn ich meine, wenn du mal hier hinschaust, wir haben zwar jetzt nicht so viel an Farben an Auswahl, aber einen Haufen G-Klassen. Und ich bin verwundert, dass sie uns überhaupt aufs Gelände gelassen haben, weil ja, wir haben Mercedes-Stern drauf, aber hier powered by Rentec, beziehungsweise mittlerweile ja Opus. Denn Leute, heute befinden wir uns bei Brabus. Und wir schauen uns heute mal an, wie das Ganze hier so abläuft, wie hier so eine G-Klasse umgebaut wird und sonstige Fahrzeuge. Denn über die letzten 2 Jahre sind wir ja schon wirklich jetzt einige Brabus-Modelle gefahren und die waren immer wieder geil zum Fahren. Aber heute wollen wir mal wirklich schauen, wie wird eigentlich so eine Brabus G-Klasse oder andere Brabus-Modelle zusammengebaut. Und Herr Robert, bist du überhaupt schon mal hier gewesen? Ich schon öfters. Wie schon öfters? Zum Auto abholen oder einfach so? Ja, zum Auto abholen und andere Dinge. Okay, verstehe. Also für mich ist es auf jeden Fall das erste Mal. Und wir gehen jetzt mal hier links rein, denn normalerweise sollte der Sven auf uns warten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Schaut euch das mal allein nochmal hier. Dieser ganze Parkplatz einfach voll. Komplett voll bis da nach hinten durch an G-Klassen. Also Robert, du hast definitiv Auswahl. Sven? Michi, herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, definitiv. Das erste Mal, endlich mal haben wir es jetzt mal geschafft, hierher zu kommen. Ja, an uns lag es nicht. Ne? Wir sind ja immer hier, aber ja, ich muss ja auf beiden Seiten aufpassen. Ich fahre halt nicht so gerne so lange Strecken, verstehst? Aber dafür haben wir es jetzt geschafft und du führst uns heute mal ein bisschen rum, was hier so abläuft. Also ich würde euch mal wirklich mal so ein bisschen was zeigen, was wir hier machen. Ja. Werkstatt, Sattlerei, alles können wir natürlich nicht zeigen. Wir haben auch Entwicklungsabteilung, da sind ein paar Sachen drin, die du vielleicht sehen darfst, aber die Kamera natürlich nicht. Ja. Aber wir zeigen so ein bisschen Abschnitt. Du hast ja schon ein paar fertige Autos hier gesehen oder ein paar Autos, die auf Umbau warten. Ja, also da ist wirklich vom G Rocket Edition bis über G800, über 700er Varianten alles dabei. Aber ich glaube, wir gehen mal in die Werkstatt, da können wir ein bisschen mehr zeigen. Definitiv. Diese ganzen G-Klassen, die da hinten jetzt stehen, die werden alle bei euch jetzt noch umgebaut, oder nicht? Wenn sie noch nicht umgebaut sind, dann werden die noch umgebaut. Also bei uns gibt es kein Serienauto, sondern alles nur verrückt mit Brabus, White Star Verbreiterung oder wirklich dann kompletter Rocket Umbau und dann 900 PS. Ja, hier sind wir gerade in unserer Hauptwerkstatt, kann man ja schon sehen. Bisschen was von allem, noch eine S-Klasse, die ein Leistungsupgrade bekommt. Einer der ersten Kundenfahrzeuge aus dem Porsche-Bereich. Das stimmt, heißt, wir bauen mittlerweile machen wir auch Porsche, für die, die es noch nicht wissen. Es gibt zwei Leistungsvarianten, 720 und 820 PS. In dem Fall der Kunde sogar das große Paket genommen. Ja. Mit größeren Turboladern, Abgasanlage aus Inconel, Schmiederäder kommen gleich noch drauf, Carbon-Aerodynamikteile, ein anderer Heckflügel, also wie ein kompletter Umbau optisch. Und sind auch wir ja auch schon gefahren, Cabrio und Coupé, das war echt geil. Und das habe ich schon mal gesagt gehabt, so Brabus macht die ganzen Mercedes-Modelle, aber ich fand immer, Porsche hat so ein bisschen bei euch gefehlt. Und jetzt... Ach, für uns ist Porsche auch so ein bisschen, muss man einfach sagen, so ein bisschen Herzblut. Ne? Wir sind alles automobilbegeisterte Menschen hier und ja. Wenn du den Kollegen fragst, jetzt auch plötzlich am Porsche schrauben und sagt, habe ich jetzt zweimal gemacht, super. Ja, ja, das ist ja das beste Kompliment, was du haben kannst. Ja, aber wir machen natürlich noch weiterhin das Thema S-Klasse, GLS Maybach hier, auch sehr, sehr aufwendig schon umgebaut, wenn wir da mal reinschauen. Ja. Siehst du halt auch wirklich, ganze Interieur wird gemacht, inklusive Teppichboden. Da ist wirklich alles dabei. Das heißt, der ganze Teppich kommt raus, wird auch komplett in der Sattlerei in Handarbeit in Leder bezogen und kommt dann wieder rein. Armaturenträger, jetzt in dem Fall in diesem Orangeton, der gerade sehr trendy ist. Also ich wollte gerade sagen, das ist momentan wirklich so außen schwarz und innen das Orange, das ist momentan echt in. Ja, ja, und dann aber auch unterschiedlich, werden wir gleich auch nochmal sehen. Also manchmal ist es Orange, auch ein anderer Orangeton oder es wird mit Schwarz gesteppt oder ein anderes Muster genommen. Ja. Also so kann sich jeder Kunde sein Auto zusammenstellen. Kann sich halt komplett bei euch ausspielen. Das habe ich nämlich schon mal gesehen, der Konfigurator bei euch, das ist schon verrückt. Also ich habe selten so einen verrückten Konfigurator gesehen. Du kannst dir hier wirklich einfach alles Mögliche ausstatten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, wir machen ja sogar auch mit Kunden Termine am Konfigurator, dass wir zusammen die Autos zusammenstellen, weil für die Leute das sonst manchmal auch ein bisschen zu kompliziert ist. Ja, klar. Weil wenn man dann sagt, wieso habe ich jetzt das ausgewählt, dann kann ich hier noch eine Biese haben, dann kann ich da noch eine Naht haben. Ja, und hier sind wir schon beim nächsten Highlight. Rolls-Royce ja jetzt auch mittlerweile. Genau, den Ghost in dem Fall, den haben wir natürlich auch komplett umgebaut mit Lederausstattung, Leistungssteigerung und auch Shadow-Chrome, also alles, was sonst normalerweise so hell ist. Ja, haben wir jetzt hier in dem Fall die ganzen Türleisten sind alle in einem dunklen Chrom, dann Carbon-Anbauteile und dann natürlich die großen Räder noch in 22 Zoll. Ja, 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 ja.
Ja, hier, Turbo Cabriolet schon fertig, komplett umgebaut. Also in dem Fall mit Lederausstattung auch. Carbonlippe, die Flaps vorne dran, Carbonschächte, Auspuffanlage. Aber wenn ich jetzt hier sehe, ich meine, jede Hebebühne, jeder Platz ist hier voll. Ist das dann trotzdem, geht das dann für euch trotzdem noch klar, dass ihr jetzt halt auch Porsche und Rolls-Royce mit dazu habt? Ja, also zum einen, wir erweitern uns gerade auch extrem. Also wir haben ein neues Zentrallager gebaut, weil wir einfach merken, die Nachfrage wird immer mehr und ist immer mehr geworden und wir wirklich Kapazitätsprobleme haben. Aber Stillstand ist Rückschritt, wie man das weiß. Und dann muss man halt auch mal ein Fahrzeug, wie man es jetzt hier sieht, das GLE Coupé, das steht dann halt auch mal im Gang und dann wird da gearbeitet. Wir haben aber in nächster Zeit eine Erweiterung. Das heißt, wenn das Lager hier aus dem Werk 1 rausgeht, erweitern wir hier die Werkstattkapazität. Haben auch schon neue Mechaniker geschult und eingestellt, sodass es hier auch weitergeht. Dass die Qualität aber natürlich so bleibt, wie sie ist, nämlich ganz weit oben. Also das ist natürlich verrückt. Also das heißt, bei euch kommt jetzt wie so ein GLC, der kommt komplett zusammengebaut an und ihr mehr oder weniger nimmt den komplett auseinander. Ja, also das heißt, wir kriegen vom Werk, von Mercedes-Benz oder von AMG, ja, wie man es auch immer benennen will, ein GLE Coupé als 63S AMG. Ja. Den zerlegen wir teilweise bis auf die Rohkarosse. Ja. Ja, in dem Fall hier ist jetzt noch der Teppich drin, der wird wahrscheinlich aber auch noch rauskommen, weil der Kunde wahrscheinlich auch Lederfußboden bestellt hat. Der war jetzt in dem Fall weiß, Basisfarbe, und der wurde dann jetzt speziell in Stealth Grey umlackiert, weil der Kunde halt diesen typischen Rocket-Look haben will. Dahinter sieht man auch das nächste Auto jetzt in der Original-Graphit-Lackierung, auch als Rocket Edition. Und ja, dann geht's rauf von 622 PS, je nachdem, was Basismotorisierung war, bis 900 PS in verschiedenen Schritten. Also du kannst auch 700 PS haben, dann nimmst du ein Zusatzsteuergerät, 800 PS sind andere Lader und ein Zusatzsteuergerät. Und dann die ganz extreme Variante, werden wir aber nachher im Motorenbau auch noch sehen, ist der 4,5 Liter 900 PS Rocket-Motor. Und das ist halt auch die höchste Ausbaustufe, die wir gerade bieten. Mega. Schon verrückt zu sehen, dieser Aufwand, der da betrieben wird. Also jetzt gehen wir mal davon aus, wie jetzt hier das Auto, das kommt bei euch an. Wie lange in etwa dauert es jetzt halt hier, so einen GLE, komplett umzubauen? Also angefangen von, er kommt original vom Mercedes, vom Händler kommt er an, bis hin dann, dass der Kunde ihn bekommt. Also erstmal haben wir eine gewisse Vorlaufzeit, muss man ganz klar sagen. Du hast gerade draußen gesehen, wie viele Fahrzeuge da stehen und warten auf Umbau. Das heißt, wir haben aber so einen guten Vorlauf von 6 Monaten. Ja. Ach krass. Den haben wir schon. Wir fahren also natürlich mit den Autos auch zeitgerecht, versuchen natürlich auch mal alles möglich zu machen. Ja. Aber die Qualität darf nicht leiden. Und deswegen gibt es halt gewisse Wartezeiten. Und die Sattler, die sind halt auch von der Kapazität her begrenzt. Das ist auch das, was mir über die letzten Jahre aufgefallen ist bei euch, dass wirklich, obwohl ihr jetzt halt mittlerweile so viele Modelle habt, jetzt zusätzlich noch Porsche und Rolls-Royce mit dazu hat, die Qualität trotzdem 0,0 dran leidet. Also trotzdem immer an oberster Stelle. Ja, aber wir strukturieren dafür um. Ne? Das ist das Thema. Wir werden es gleich in der Sattlerei auch ganz extrem sehen. Ja. Wir haben viel maschinelle Hilfe, verzichten aber nicht auf die Handarbeit, wo wir die Handarbeit ganz wichtig brauchen. Das heißt, Steppen machen wir heute nicht mehr per Hand. Hat man vor 10 Jahren, hat man diese Lederbahnen genommen, hat die stundenlang über die Maschinen gezogen. Heute machst du das nicht mehr, sondern das macht die Maschine und die kann viel mehr. Ja. Das heißt, damit ist auch wieder das Thema Individualität deutlich weiter nach oben gegangen. Du hast viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Dann geht es um Perforieren, dann geht es um nicht nur um Steppen, sondern auch um Sticken, um Prägen. Das heißt, wir erweitern so unser Angebot. Also es wird auch immer aufwendiger. Ja. Und dafür nutzen wir halt auch maschinelle Hilfe, ohne auf Handarbeit zu verzichten. Das ist wichtig. Und da musst du halt auch Mitarbeiter haben, die den Weg mitgehen und dann dementsprechend lernen, die schulen. Und so funktioniert es eigentlich nur. Und wie gesagt, wir sind gerade dabei, die Werkstatt zu erweitern. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, wie lange dauert sowas? So ein komplettes Fahrzeug, wenn wir es jetzt hier haben, so ein Umbau, sagen wir immer im Schnitt ca. 3 Monate. Es geht natürlich auch schneller. Krass. Aber mit dem Thema Abnahme und viele Gewerke arbeiten zusammen. Ja. Das hat ja auch mit Leder zu tun. Ist das Leder in der Farbe schon da? Ja, das hat ja teilweise auch mit Vorlaufzeiten zu tun. Aber wir sind relativ schnell dafür, wenn man mal sieht, dass wir das Auto wirklich teilweise bis auf die Rohkarosse zerlegen, ist das schon sehr, sehr also schnell. Also gehen wir mal davon aus, der Kunde bestellt jetzt die G-Klasse beim Händler, wartet, muss eigentlich theoretisch ein Jahr Minimum darauf warten. Wenn das reicht. Dann will er ihn bei euch umbauen lassen, dann muss er da auch noch mal theoretisch ein halbes Jahr darauf warten, auf den Termin, wird auch noch mal umgebaut. Also da muss man aber dazu sagen, wir nutzen natürlich auch die Wartezeit mit. Ja, also ja, okay. Wir wissen, der Kunde hat sich ein Auto bestellt, und der braucht jetzt 18 Monate oder 12 Monate. Dann wird das mit einberechnet. Dann wissen wir ja schon, wann das Auto kommt. Und wenn wir dann wissen, wann das Auto kommt, dann ist es für uns ja umso einfacher. Ja, das heißt, wir takten dann, okay, Auto ist dann da, die Teile sind bestellt, das Leder ist in dann der Farbe dann geht es natürlich gefärbt, deutlich schneller. Und dann geht es natürlich deutlich schneller. Dann sind es halt die 3 Monate, die on top kommen. Ja, und manchmal ist es ja auch so, wir bauen natürlich auch Vorführfahrzeuge und Ausstellungsfahrzeuge. Ab und zu können wir uns ja auch mal direkt was kaufen, was komplett fertig ist. Dann ist es aber natürlich jetzt nicht für den Kunden gemacht, aber unsere Autos sind manchmal auch so schön, dass der eine oder andere Kunde gleich so zuschlägt. Ja, hier haben wir ein fast fertige
GLE Coupé Rocket Version. 900er, da fehlen jetzt noch die Räder. Ja, man sieht die rote Carbonabdeckung, Signature Stripes am Kühlergrill und auch so kleine feine Details wie hier. Sehr geil. Doppel-B, normalerweise ist schwarz und grau und silber und hier in dem Fall dann mit der roten Outline. Und Innenausstattung wird gerade schon montiert. Ja, da kann man auch mal ein bisschen was sehen. Wenn wir da mal reinschauen, da sieht man halt schon Teppichboden jetzt hier noch gelassen. In dem Fall in diesem Graphitton mit der roten Naht. Dann hier wieder mit Perforation gesteppt und gestickt. Und dann natürlich hier schon wieder diese Knöpfe, den Fensterheber. Ja, aber das sind mehrere hundert Teile im Auto. Also wenn man das mal alles zusammenzählt, das ist wirklich ganz großes Puzzle. Das ist ganz, ganz viel feine Arbeit, weil die Teile sind eigentlich nicht dafür gemacht, dass man die zerlegt. Allein der Lüftungsschlitz, Leute, dieser Aufwand, der hier betrieben wird, das ist... Und genau deswegen interessiert es mich. Und genau deswegen sind wir auch heute hier, um uns das mal wirklich anzuschauen, wie wird allein hier so ein Fensterheber, wie wird der produziert, ja? Und wenn du hier mal genau schaust, dann siehst du zum Beispiel hinter der Perforation, ja, müssen wir jetzt ein bisschen Licht drauf machen, da ist dann nochmal roter Stoff hinter. Ja, so ein bisschen was auf den zweiten Blick, wenn man jetzt mit der Kamera vielleicht darüber guckt, kann man es auch sehen. Verrückt. Ja, das heißt, man hat dann nochmal eine zweite Optik. Und so kann sich jeder Kunde sein Auto wirklich so konfigurieren, dass es wirklich nach seinem Geschmack ist. Genau. Und wie gesagt, Räder kommen noch runter, das sind jetzt nur in der Werkstatt hier die ganz normalen Serienräder, da kommen dann noch 23 oder 24 Zoll drauf. Ja klar, weil die normalen Felgen, die reichen ja nicht aus. Wenn, dann in dem Fall sogar bei der Rocket Edition als 24 Zoll Variante mit der Aerodisc. 24 Zoll? Ja. Verrückt. Rechtslenker, G-Modell hier in schwarz-matt, V-Klasse. Also wir bauen hier allerlei Fahrzeugtypen um, vormerklich natürlich viel G-Modell, viel S-Klasse, GLE, GLE Coupé und GLS und dann die Varianten AMG und Maybach. Vielleicht gucken wir mal hinten in die G-Klasse hier vorne rein. Ja. Der ist eigentlich ziemlich stark zerlegt, da kann man auch ein bisschen was sehen. Der kriegt, glaube ich, auch eine Einzelsitzanlage. Da ist jetzt wirklich alles raus, da ist nicht mal ein Türgriff mehr dran. Krass. Deswegen müssen wir mal hier rüber kommen. Wenn du jetzt hier mal reinschaust, siehst du das. Da ist jetzt schon die Konsole drin, auch für die Einzelsitze. Ja, da ist eine richtig große Stahlplatte, wird da mit der Karosserie verbunden. Und die ist auch geprüft. Ja, und dann kommen dort hinten Einzelsitze. Das heißt, du hast keine Rücksitzbank mehr, sondern hinten Einzelsitze wie in einer Limousine. Wahnsinn. Da kommt eine Mittelkonsole dann noch rein. Und mit Steuergeräten, mit allem, mit Modulbox wird das dann... Robert, der wäre doch sofort schon fahrbereit, oder? Da haben wir jetzt noch einen Stuhl rein. Haben wir Leichtbau G-Klasse, oder? Nehmen wir gleich mit. Reicht so. Nur noch das Lenkrad und es passt. Wahnsinn. Das ist schon echt verrückt, wie es komplett alles zerlegt wird. Und dann siehst du mal, wie nackt das aussieht. Diese ganzen Kabel, die da rumliegen. Schon echt Wahnsinn. Also wir gehen relativ weit mit den Änderungen natürlich. Ja. Der Motor kommt dann später noch raus. Ja, Serienmotor ist noch drinnen. Der kommt dann auch raus. Hier haben wir auch noch mal eine... Das ist halt natürlich auch ein Riesenaufwand, diesen Motor da auszubauen. Das wird zum Beispiel auch eine Rocket Edition sogar. Ach so, ihr habt da die Arbeitskarte da und dann... Genau. Das Auto, wir können ja mal, die Frage war ja, wo gehen so Autos hin? Der geht zum Beispiel nach Dubai. Ja, wo auch sonst. Robert, ist der für dich oder was? Ja, das ist meiner. Ah, okay, alles klar. Ja, willst du hier nicht fahren oder wie? Nee. Nur in Dubai fahren oder was? Ja, das haben wir. Wegen Wüste? Genau. Ah, okay, verstehe. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Sattlerei, schauen wir mal ein bisschen weiter rein. Hört sich gut an. Wo müssen wir hin? Rechts? Wir gehen hier runter, würde ich sagen. GLS, alles in schwarz auch, die ganzen Anbauteile nachher, alle, kein Chrom mehr nachher, wird alles in schwarz gemacht, die ganzen Schachtleisten. Wahnsinn. Ja, deswegen ist alles ausgebaut, die werden dann schwarz lackiert, in dem Fall schneeweißes Leder. Ne? Also darf man eigentlich gar nicht anfassen mit den Händen. Das ist krass. Außen weiß, innen weiß. Ja. Einzig was grau ist, ist der Teppichboden, Armaturenbrett, Oberteil. Ja. Das hat aber den Grund, Thema Reflexion in der Scheibe, ein Sicherheitsaspekt. Also wir würden kein Armaturenbrett oben in weiß machen, weil es halt einfach das Problem ist, das spiegelt sich in der Scheibe. Spiegelt sich zu sehr, genau. Boah. Das habe ich auch noch nie gesehen, komplett in weiß. Krass. Aber so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker bei den Kunden. Ne? Jetzt wird es aber interessant. Jetzt gehen wir, da ist jetzt sozusagen jetzt Sattlerei. Jetzt geht es um ganz viel Handarbeit und natürlich auch um maschinelle Unterstützung in dem Fall, damit wir natürlich besondere Muster machen können. Hier kann man es mal schön sehen. Hier wird das Thema Steppen und Sticken kombiniert. Wir haben drüben noch eine Maschine, da können wir zusätzlich dann noch partiell perforieren. Das heißt, wir können dann hier auch nochmal Löcher reinmachen, einen anderen Stoff unterlegen, um somit eine andere Optik nochmal zu haben. Mhm. Also kann man auch mehrere Farben mischen. Das ist aber dann immer abhängig von dem, was man haben will. Natürlich ganz normale Stickmaschinen, um Fußbodenschoner zu besticken, mit Namen, ja, teilweise auch mit Logos natürlich.
oder einfach Brabus. Das sind zum Beispiel Materialien, die sind jetzt vorbereitet für die Schiffe. Das ist jetzt nur hier verpackt. Ich wollte gerade sagen, also das ist ein bisschen anderes Material. Na, ja, das ist jetzt hier, in dem Fall, das ist Leder. Und ja, dann haben wir hier die Variante als, ja, ist ein Kunstmaterial, ja, was im Grunde genommen auf Salzwasser abgestimmt ist und auf ganz viel Sonne. Ja, ja, weil Leder und Salzwasser verträgt sich nicht so gut. Das wird beispielsweise für die Cabin benutzt. Okay. Bei der Shadow 900. Ja, das dann, wird dann hier auch gesteppt. Und das ist zum Beispiel das Material, was außen verwendet wird. Ja, das ist dann halt wasserabweisend, trocknet schnell. Und dementsprechend fertigen wir die Sachen hier auch. Hier sieht man verschiedene Lederhäute, die jetzt schon alle begutachtet wurden. Ist eigentlich auch mal ganz nett zu sehen, was ist denn da eigentlich Leder und wie kann man Leder verwenden. Also wir verwenden ja hier ein Naturmaterial, das ist jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz Nappa-Leder. Ja. Da kann der Kunde sich verschiedene Lederqualitäten natürlich auch aussuchen. Der eine mag dieses ganz glatte ohne die Narbung. Der nächste sagt, ich möchte aber lieber so eine typische Narbung haben. Sieht man jetzt hier auch schön, krass, den Unterschied, glaube ich. Ja. Und wenn man das mal anfasst, dann ist das natürlich handschuhweich. Das ist ja, jetzt ja, so ein Mastikleder, ja, ja, das ist jetzt ein Brabus Mastikleder, das ist auch ein bisschen dicker als das normale, definitiv, Nappa. Und Nappa ist relativ glatt geschliffen. Ja, ja. Das heißt, da hast du nichts. Aber trotzdem ist es ein Naturmaterial und durch Transport und natürlich auch um, ja, ich sag mal, körperliche Gegebenheiten der Kuh, muss man natürlich aufpassen. Das heißt, Leder wird durchgeschaut, wo sind Beschädigungen, ja, dass die nachher nicht mitten irgendwo auf dem Sitz sind oder, genau, wie auch immer. Und sowas wird dann halt rausgeschnitten. Ja, klar. Ja, und dementsprechend werden Schablonen gelegt. Ja, hier in dem Fall auch nochmal ein Orange. Und so werden dann die einzelnen Teile von den Kolleginnen und Kollegen hier gefertigt. Das heißt, teilweise werden die dann zugeschnitten, gehen dann auf die Steppmaschine, gehen wir vielleicht mal einfach rüber. Und zum Schluss kommen dann aus der Steppmaschine mit dem jeweiligen Muster so raus. Ne, das sind dann solche Zuschnitte. Jetzt hier ist leider ein Orange, aber das war jetzt halt im Blau. Das Blau ist geil. Hier hat der Kunde sich diese Farbe ausgesucht. Der nächste hat sich die Steppung Shield ausgesucht. Und jetzt haben wir keins mehr drunter. Da vorne ist nochmal eine dynamische Raute in Schwarz. Zum Beispiel, das wird mal eine Kofferraummatte. Ja, das heißt, das ist Wahnsinn, diese ganzen verschiedenen Steppungen, die du haben kannst. Ja, und du kannst auch farblich kombinieren, sieht man hier am Detail ja ganz, ja, schön. Ja, ne? Du hast hier eine schwarze Naht jetzt noch. Schwarze drin. Naht. Du kannst noch eine Biese reinmachen. Ja, hier zum Beispiel mit Rot kombiniert. Krass. Ja? Also diese Materialien liegen jetzt hier, weil dann gehen die zu den einzelnen Arbeitsaufträgen und die Kollegen und Kolleginnen machen dann daraus Fußmatten, Sitzbezüge, was es auch immer ist. Hier auch schon angefangen, schwarz-schwarze Fußmatten. Ja, also jetzt, man kann es eigentlich so sagen, du hast unendliche Möglichkeiten. Ja, also wenn du jetzt sagen würdest, ich hätte hier gerne noch einen Streifen in Rot drin, ich hätte gerne die Stickung in zwei Farben, ist alles machbar. Und wie gesagt, maschinelle Unterstützung für uns mittlerweile ganz wichtig. Ja, moin. Es werden die verschiedenen Zuschnitte gemacht. Hier kann man das schön sehen, die Maschine arbeitet auch gerade, gehen wir gleich nochmal näher ran. Das heißt, hier wird der Zuschnitt gemacht, das kommt in so einen Rahmen rein. Wenn es dann fertig ist, je nach Muster, hier zum Beispiel eine Muschelraute, macht die Maschine das dann Stück für Stück. Gehen wir einmal hier rüber, da kann man das ein bisschen sehen. Das heißt, die näht auch nach einem speziellen Verfahren, weil wenn du das jetzt an einer Stelle nur nähen würdest, hättest du Verzug drin. Ja. Sondern die näht jetzt einmal hier, dann näht sie wahrscheinlich gleich wieder da drüben, dass sich das Material auch entspannen kann. Ja. Und hier könnte man jetzt natürlich einen anderen Faden noch reinmachen oder was auch immer. Ja, ja, und wenn es dann ganz extrem sein soll, dann geht es halt um solche Sachen. Wir haben es ja gerade auch schon mal gesehen. Ja, dann werden halt auch die ganzen Schalter, die ganzen Blenden im Auto, inklusive Lautsprechergitter, Lüftungsgitter, Schalter, kann man natürlich alles in anderen Farben machen. Und wenn man diese ganzen anderen Kunststoffteile dann auch noch in Blau haben möchte oder in anderen Farben, dann macht man sowas mit einem Softlack-Verfahren. Das hat so, ist so eine Art Gummierung. Ja, das hat halt ein bisschen besseren Touch, weil du kannst, ja, zum Beispiel so ein Lautsprechergitter kannst du halt nicht lackieren. Das sieht man ja hier. Kannst du nicht mit Leder beziehen. Ja, klar. Kann man schon. Aber es soll halt immer die Optik des Leders auch haben. Deswegen so eine mattierte Geschichte. Ich sehe schon wieder, also wenn du mal hier schaust, ein Haufen Orange. Ne? Überall Orange, Orange. Das ist echt momentan so. Hier ist, glaube ich, ganz schön. Hier kann man das mal sehen. So in? Da haben die Kollegen schon fleißig gearbeitet. Und da sieht man mal, wie detailverliebt so ein Thema ja auch wirklich ist. Ja. Ja, das ist jetzt zum Beispiel das Mittelteil von der Konsole. Ja, hier habe ich dann den Schalter für den GLS Maybach, wird das wahrscheinlich sein, oder für den GLS 63. Das heißt, hier sind die dann alle in Rot gemacht und das muss man alles einzeln machen. Das sind kleine, feine Rähmchen, die werden dann lasiert. Das geht bis hin zu den Türverriegelungsstiften. Ja, oder es sind die Lüftungsdüsen. Das ist von der Türverriegelung. Da ist einfach nur die Beleuchtung dran. Das ist ja genau das Thema, weil teilweise sind ja Durchleuchtsachen hier auch dran. Die sind ja überall Lichtschranken, dass das nachher auch wieder funktioniert. Die Farbe finde ich ja so geil da bei euch. Aber das kannst du dir auch so. Du kannst blau haben, du kannst grün haben, du kannst gelb haben. Ja. Silber gibt's in der Serie. Was wir oft, sehr oft auch machen, ist so eine Art Shadow. Wobei ja die Farbe ja oft bei den Rocket Edition verbaut. Genau. Ja. Also, aber wir bieten halt den Kunden die Möglichkeit. Das hier sieht man zum Beispiel im Vergleich das Serienteil. Das können wir vielleicht mal nebeneinander halten, damit man mal den Eindruck bekommt.
wie das vorher aussieht, wie es jetzt aussieht. Da ist jetzt natürlich schon der Beleuchtungsstreifen klarer sichtbar. Ja. Da wird die falsche Seite leider gegriffen, aber zum Schluss, das ist der Unterschied. Ne? Ja, das und das macht halt dem Auto sehr, sehr viel aus, weil du halt diese normale Optik verlässt. Hier zum Beispiel, hier ist der Kunde, der will es ganz dezent haben, hier ist schwarz-matt. Ja. Ne? Ja. Das ist dann wirklich so ein super Black Look, ne? Bis zu den Lautsprechern. Bis zu den Lautsprechern, was dann auch dunkel gemacht ist, genau. Ja. Und dann wirklich alle Schalter auch, alles so gemacht. Der Kollege baut gerade noch eine Türverkleidung zusammen. Da kann man mal sehen, wie viel Technik allein in so einer Türverkleidung drin steckt heutzutage. Ne? Also man denkt ja mal Türverkleidung, ja, ja, das ist ein halbes Atomkraftwerk, würde ich mal sagen. Von Lautsprechern, Kabeln, Erkennung für Tür offen, Fensterheber, Spiegelverstellung, Sitzheizungsbedienung, Sitzklimatisierungsbedienung. Das steckt da alles in so einer Tür da drin. Also ganze Sitzbedienung hier oben, Lautsprecher. Ja. Und so geht das dann halt Baugruppe für Baugruppe. Und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Ja, der nächste Kunde möchte es vielleicht in grün haben. Nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel mit rüber. Ja, das ist zum Beispiel auch krass. Werden wir gleich auch noch mal drüben sehen. Wir haben eine Rocket Edition. Da hat der Kunde sich genau diese Variante ausgesucht. Wahnsinn. Ja, wichtig ist halt, dass nachher auch die ganzen Durchlichtsachen nachher auch weiter funktionieren. Genau, richtig. Ja, abends, weil du möchtest ja auch, wenn du nachts fährst, dass es wirklich auch sichtbar ist. Ja, klar. Und deswegen halt dieses spezielle Verfahren da. Ja, und hier zum Beispiel der nächste sagt, ich hätte das gerne in diesem Grau. Ja. Ne, das ist schon wieder in so einem Shadow-Look. Und das sind wirklich teilweise relativ kleine Teilchen, die dann dafür benutzt werden. Ne? Also das ist dann zum Beispiel der Schalter für die Sitzbedienung, für Memory. Und das wird dann aus den einzelnen Teilen zusammengebaut. Ja, und hier arbeiten alle dann an den jeweiligen Produkten. Wir fangen meistens mit einer Lederausstattung schon an. Manchmal ist es auch Stoff, aber in der Regel immer Leder, wie man hier auch sehen kann. Dann werden die Sachen zerlegt. Das ist jetzt eine Serienausstattung, würde ich mal schätzen, vom GLS. Die wird dann komplett abgezogen. Dann werden neue Schablonen gemacht und dann wird die Innenausstattung so gemacht, wie der Kunde die dann haben möchte. Und hier sind ein paar fertige Sitze. Ich glaube, da kann man auch mal schön sehen, wie unterschiedlich manchmal so die Geschmäcker der jeweiligen Kunden sind. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Alcantara, auch materialtechnisch anders, mit einer Lederbiese. Also hier ist noch eine grüne Biese eingearbeitet, dieser Millimeter oder weniger als Millimeter, stimmt, ja, den man genau da sieht. Der noch eingefasst ist von einer grünen Naht. Wahnsinn. Und dann hier mit der Steppung, ja, die auch grün ist. Und dahinter ist dann nochmal grüner Stoff. Verrückt. Kann man hier schön sehen, hat eigentlich eine ganz coole Optik. Und selbst dann die Plaketten, das alles in grün, wird ja, wahrscheinlich genau passend zu dem anderen Auto sein. Sehen wir auch hier wieder schön den Unterschied von der Steppung, auch bei dem orangenen Sitzen, ja, gegenüber dem schwarzen jetzt. Ja, hier in Schwarz-Rot als Kombination, jetzt auch Leder und Alcantara kombiniert. Also hier oben Alcantara, der Rest alles in Leder, hier nochmal Alcantara. Hier wieder das Rot. Das wär definitiv meine Wahl hier, Schwarz-Rot. Hier geht es dann nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Muschelraute, in dem Fall mit Perforation, partiell auch, ne, wie hier auch, und dann mit Schwarz hinterlegt. Dann Shadow-Chrom hier wieder, ja. Ne, also keine silbernen Plaketten, schwarze Biese eingenäht, schwarze Kontrasten an. Hier ist wirklich der Unterschied manchmal wirklich ganz minimal. Der Kunde hier wünscht sich eine Ton-in-Ton-Naht. Ja. Er hat eine schwarze Naht neben schwarze der schwarzen Naht. Biese. Er hat die Shield drin, er hat sich für die Muschelraute entschieden. Und somit kann man natürlich wirklich jedes Auto unterschiedlich komplett darstellen. Komplett individuell. Wahnsinn. Orange und Orange, werden wir gleich auch noch sehen, sind auch manchmal unterschiedliche Farben. Ja. Das kann man sich dann auch aussuchen. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Hm? Kollege näht hier gerade an der Kopfstütze, glaube ich. Das sieht man jetzt leider nur von hinten, aber er zieht es gleich einmal rum. Und da ist wirklich auch die schwierige Aufgabe, dass die Biese sauber raussitzt. Ja. Es wird mit einem speziellen Fuß genäht, weil ein Millimeter zu tief siehst du sie nicht, ein Millimeter zu hoch siehst du zu viel. Ja, genau. Ne, vorher mit Logo gestickt auch. Und dann werden die einzelnen Sachen bezogen. Ein Kollege hier hat schon einen Bezug für, vermute mal, Armaturenträger. Ne, das ist der Sitz, ne? Das sitzt da, Sitzrücken. Ja, schon vorgenäht. Ja, das ist manchmal denkt man, was ist das alles? Aber das ist halt sehr, sehr, sehr aufwendig. Hier mit einer schwarzen Naht jetzt kombiniert. Ja, mit Perforation hier und das geht dann nachher so über den Sitz drüber. Dann kommt noch ein Mittelteil, das ist dann die Sitzfläche. Ja, das ist das Teil, was, ups, jetzt komme ich durcheinander her, kann es jetzt nicht so gut halten. Und somit entsteht nachher dann wirklich ein kompletter Sitzbezug. Und das Stück für Stück und hier kann man mal schön einen Unterschied auch sehen, Thema Farbe. Das sieht jetzt ein bisschen nach einem anderen Orange aus. Das ist einfach, ja, genau, ein anderer Orangeton. Wahnsinn. Ja, das kann manchmal auch nur eine Nuance sein. Also wir haben Kunden, die kommen wirklich mit einem Farbmuster und sagen genau die Farbe. Ich möchte genau dieses Orange haben. Genau das.
Und dann versuchen wir das natürlich auch, dass das genau so wird. Oder nicht nur versuchen, sondern wir machen das. Dankeschön. Ja, nächste Kunde, wir haben ja gerade auch schon ein bisschen was in Blau gesehen. Hier werden dann Teile für einen Armaturenträger genäht. Da sind dann die verschiedenen Punkte aufgezeichnet. Hierbei ganz wichtig, wenn man das macht, du musst vorher wissen, wo was sitzt. Weil die Naht soll ja nachher auf den Kanten bei dem jeweiligen Kunststoffteil auch sitzen. Ja. Und dementsprechend musst du aber auch das Leder verstehen, weil du hast mal ein Leder, was ein bisschen softer ist. Und du hast manchmal ein Leder, was ein bisschen fester ist. Genau. Das Thema auch dünner machen. Ja, ist jetzt hier auch gespalten, das Leder. Werden wir jetzt gleich aber auch nochmal machen, einfach mal mit der Maschine. Dass nachher du in die Spaltmaße, auch wenn du ein Handschuhfach hast, dass du es auch zubekommst. Weil wenn du nur einen Millimeter Spalt hast und machst an jeder Seite 1,5 bis 2 Millimeter Leder drauf, dann kannst du nicht mehr auf und zu machen. Ja, klar. Ja. Und da musst du wirklich wissen, was du machst. Die Nähte müssen gerade sein, das muss sauber aufgezogen werden. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr aufwendiger Job. Und da brauchst du viel Fingerspitzengefühl, ein gutes Auge. Ist verrückt. Ja, und es ist viel Handarbeit. Schau dir das mal an, ja. Robert. Das ist diese Handarbeit hier, das ist schon... Ja. Das sind schon Schablonen, Wahnsinn, die der Kollege hat. Dann weißt du genau, woraus er was besteht. Ja. Unterverkleidung, GLE, Armaturenbrett und damit macht er sich dann wirklich seine Lederzuschnitte. In dem Fall wird es schwarz anstatt grau. Ja. Manchmal geht es auch umgekehrt. Manchmal wird es auch schwarz, obwohl es schwarz war, oder es wird auch orange. Ja, und dann schneidet er sich seine Sachen zu. Leder ist auch schon wieder dünner gemacht. Und zum Schluss entsteht dann eine Türverkleidung oder ein Armaturenträger, der dann komplett bezogen ist. Verrückt. Ja, und der Ralf hier vorne, der macht hier gerade die große Kunst, sieht man hier drüben. Der bezieht nämlich gerade mal einen kompletten Fahrzeugboden in Leder. Hallo, servus. Wahnsinn. Ein Stück vom Teppichboden vorne im Fahrgastraum. Serienmäßig sieht man den noch ein bisschen, ist eben ab Werk der normale Teppichboden. Ja. Und wir machen jetzt eben auf Kundenwunsch Leder drauf. Das heißt, echter Lederteppich. Da gibt es diverse verschiedene Muster, eben, die wir verarbeiten. Und dieses speziell, wir nennen es Crest-Muster. Man kann auch sagen, das ist so ein Drachen mit ein bisschen Fantasie, den man im Herz steigen lässt. Ne? Und das möchte der Kunde eben hier drauf haben. Und das machen wir jetzt auf dem Boden. Und jetzt guckt er natürlich, dass die ganzen Anschlussstellen, ja, dass das sauber ist, wie das vernäht wird, macht sich seine Nähmarkierung. Weil du musst es vorher nähen, bevor du das beziehst. Und da jeder Boden ja auch ein bisschen anders ist und jedes Material von der Steppung her, ja, von der Größe her, muss es halt immer manuell anpassen. Du kannst ja hier eine Schablone machen, schneidest immer so. Dann hättest du aber vielleicht das Problem, dass du hier genau auf der Naht wieder was wegschneiden müsstest. Und das sieht dann optisch nicht so schön aus, deswegen ist das sehr aufwendig. Was Sven gerade sagt, also mit einem ganz anderen Muster, mit einer anderen Lederqualität, habe ich ein ganz anderes Problem, seitdem wir diese Naht jetzt reinzubekommen. Ja. Da verhält sich das Leder ganz anders. Ja, klar. Und deshalb muss ich das immer individuell wieder zuschneiden. Wahnsinn. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein fertiges Teil. Vor allem eine Amateurbrett-Unterverkleidung. So, ne? Unten drunter sitzt. Drunter das sitzt. Ist eine Airbag-Verkleidung auch, die dann unten rauskommt. Das setzt sich dann quasi hier quasi nachher irgendwann auch fort. Ne? Fängt also der Teppichboden hört ja auch vorne im Fußraum. Hier ist das Armaturenbrett oben. Und das ist dann. Das musst du Richtung beachten, Nahtverlauf beachten. Wenn er ja auch das alles ist ja echt, das ist ja abnormal. Hier sieht man dann mal ein fertiges Teil auch. Das hat er schon fertig. Das ist der hintere Bereich vor der Rücksitzbank. Ja, also hier sitzt man dann, hier hat man später die Füße. Ich mache es jetzt natürlich nicht. Ja. Da kommt dann ein Bodenschoner drauf. Und wenn man dann möchte, einen Bodenschoner, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, aber dann ist der vielleicht auch in Leder. Robert, da müsste man schauen, dass wir irgendwo noch einen schwarzen mit gelben Nähten haben, weil der wird nämlich gut in die 63 reinpassen. Müssen wir mal schauen, ob man da irgendwo was hat. Orange möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Also wenn, dann schwarz mit gelben Nähten. Musst Ausschau halten, gell? Ja, hier liegen schon mal fertige Lenkräder für Kundenautos. Was ist das, auch grün mal, oder auch was? Mal eine andere Farbe, muss nicht immer alles orange sein. Ne? Deswegen. Puh. Ja, hier auch ganz witzig, ne? Also die 12 Uhr Markierung. Ja, das sieht man einfach, Geschmäcker sind wirklich verschieden. Und, genau. Aber hier geht es genau um das Thema Individualität. Hier bekommt der Kunde das, was er haben möchte. Wie der Ralf das immer so schön sagt, seine karierten Maiglöckchen. Ne? Nächste ist orange. Ja, in dem Fall. Auch hier sehen wir wieder den Unterschied von den Tönen. Verschiedene, unterschiedlicher Orangeton. Ja. Das ist dann halt orange, 12 Uhr Markierung in, ja, Alcantara, so, ne? Ist Leder. In Leder und dann zusätzlich eine schwarze Naht. Schwarze Naht, ja. Das ist zum Beispiel so eine Dachkonsole, die wir im G verbauen. Von der G-Klasse, ich wollte gerade sagen. Genau. Da ist dann oben ein Tacho drin, genau, eine richtig. Uhr und eine Temperaturanzeige. Und hier sieht man zum Beispiel mal, wie aufwendig teilweise mal so ein Bezug ist. Das ist jetzt ja nur ein relativ
einfache Blende, würde man sagen. Ja. Aber das nähen die vorher so zusammen. Schau dir das mal an, hier diese ganzen Nähte. Du musst wissen, wieder, wo du zu viel Material brauchst, wo du weniger Material brauchst. Die Naht muss nachher aber auch sauber auf dem Bogen sitzen. Ja, sieht man jetzt, wenn es jetzt Ton in Ton ist, ist natürlich schwierig zu erkennen. Ja, und so eine Blende wird dann nachher da eingebaut. Und das mit verschiedenen Materialien. Also zwei, dreimal muss man schon gemacht haben, bevor man es dann... Untalentierte wie ich können das 100-mal machen, die werden das nicht schaffen, Ralf. Da braucht man Leute für, die das können, die Profis sind. Na, das muss man einfach mal sagen, da muss man halt schon ein Talent für haben, ein Auge für haben. Ja, aber um das Thema Leder ist ja ein weit dehnbarer Begriff, gibt ja verschiedene Qualitäten. Hier zum Beispiel sieht man auch schon sehr stark genabt, da ist jetzt ein Reststück. Sowas würden wir natürlich eigentlich nicht verarbeiten. Man sieht aber hier dran auch, das ist eben unser Brabus-Leder. Das ist also kein zulackiertes Leder, sondern wir haben hier ein Leder, was also noch die Natürlichkeit hat. Ja. Wir sehen also, hier ist die Haut so, wie sie gewachsen ist. Ne? Die hat also eine Struktur, das ist keine geprägte Oberflächennarbung, sondern wirklich so, wie es ist. Unser Leder ist auch ja nicht so stark zulackiert, wie ich gerade sagte, sondern es ist also im Winter nicht so sehr kalt, wenn man drauf sitzt, und im Sommer schwitzt man auch nicht. Man sitzt ja nicht in seinem eigenen Saft, weil es atmungsaktiv ist, die Poren sind offen. Ja, diese Maschine ist eine Lederspaltmaschine, die brauchen wir ganz häufig, um Leder dünner zu machen. Man sieht hier jetzt mal die Originalstärke von dem Leder. Da sind wir 2,03 Millimeter. Ich kann das mit einem Messer, was in der Maschine jetzt rundum läuft, ein Endlosmesser. Also ein Bandmesser, das wird ständig geschärft, also Metallband. Das ist gerade in die Schleifsteine rangefahren worden, wird von beiden Seiten geschärft. Und wir schieben das jetzt einfach nur durch. Man sieht von dem Prozess selber leider nicht sehr viel. Aber im Vergleich dazu, ich habe es bewusst jetzt mal auch dünn gemacht. Das ist dünner wie Papier jetzt in dem Fall, ne? Kannst auch wirklich, wenn du jetzt willst. Robert, warte mal, wir gehen mal ans Licht. Da guckst du teilweise. So kannst du natürlich jetzt nicht verarbeiten. Das hat jetzt so viel Struktur, aber ein bisschen dicker und damit kannst du dann ganz kleine Kunststoffteile auch beziehen. Ja, haben wir leider nicht daneben im Moment. Da hat wieder, einer geklaut. Man sieht es hier also nochmal, das ist das untere Stück, das deckungsgleich da oben drauf liegt, das ist also wirklich heruntergeschnitten ist. So kann man sich das nochmal vorstellen. Das Bandmesser schneidet das wirklich horizontal ab. Ist nicht gepresst, gedrückt oder was. Du hast halt die saubere Oberfläche vom Leder, du hast die Struktur und das wird ja vollflächig verklebt. Ja. Und in dem Bereich hast du dann auch wirklich eine Festigkeit gegeben. Ja. Und du hast die Spaltmaße, kannst du einhalten und die ganzen Sachen, dafür ist es halt ganz, ganz wichtig. Also. Danke. Gerne. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich jetzt auch gerade nicht viel gesagt, weil ich bin schon etwas sprachlos, weil ich meine, jetzt sind wir über die letzten 2 Jahre schon hin und wieder eben Brabus-Modelle gefahren und diese Qualität im Innenraum ist immer wieder faszinierend gewesen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Autos da draußen warten, wie viele Autos da umgebaut werden, und dann bist du hier, diese komplette Handarbeit, die hier am Innenraum handangelegt wird, das ist schon faszinierend. Also, boah, die Qualität ist schon heftig. Ja, aber das muss. Ne? Also, weil klar, das muss und das habe ich ja auch immer wieder gesagt, das stelle ich auch immer wieder fest, die Qualität. Aber ich hätte mir jetzt nicht vorgestellt, dass das wirklich so extrem viel Handarbeit ist und einfach diese Vielfalt, was du hast, das ist wirklich faszinierend jetzt gewesen. Ja, apropos Vielfalt, wie man sieht, ne? Hier geht es weiter, hier sind schon fertige Teile für die Autos, die jetzt eingebaut werden. Hier sind aber auch teilweise schon fast ganz fertige Autos. Nehmen wir mal hier zum Beispiel G-Rocket Edition. Du hast ja selber auch gefahren, schwarz-rot, aber schwarz-rot kann auch wieder immer unterschiedlich sein. Also der eine oder andere Kunde hat dann wieder Sonderwünsche. Ja. In dem Fall optisch hat er es so genommen, wie wir damals unser Auto gezeigt haben. Aber im Innenbereich hat er sich wirklich ganz was anderes ausgesucht. Ja, sondern hat das hier komplett in Rot machen lassen. Nehmen wir eben die Werkstattmatte raus. Das ist jetzt abgeklebt, nicht wundern, ne, weil natürlich hier alles geschützt werden soll. Ich nehme das mal eben raus. Kann man sich das mal anschauen. Ach krass, schau mal hier. So. Oben Alcantara, dann hier die Naht. Hier komplett Leder wieder. Das Carbon, das Rot dazu. Oben kompletter Alcantara-Dachhimmel. Wahnsinn. Also das ist schon... Oh, das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Ja, in dem Fall 24 Zoll Aerodisc, ja. Monoblock Z.
Da bekommt der Kunde natürlich später dann noch ein paar passende Fußmatten dazu. Das Auto ist jetzt noch nicht abgenommen. Da wird sicherlich auch die eine oder andere Kleinigkeit noch sein, die wir noch als Nacharbeit haben, dass das Auto nachher komplett perfekt ist. Das ist auf jeden Fall einiges an Rot, würde ich mal sagen. Ja. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Autos, die ein paar andere Farben haben. Aber ich sehe auch schon wieder, schau es mal an, so viel Orange, die G-Klasse Orange, die G-Klasse Orange. Hier der Mercedes Orange. Ja, ist schon ein bisschen Trend Orange. Es ist schon momentan sehr in, kann das sein? Ja, ist ganz extrem. Aber weißt du, an was das liegt? Warum auf einmal? Ich glaube, wir haben es des Öfteren gezeigt. Ihr habt das. Und es sieht halt auch cool aus, muss man einfach sagen. Ist halt so. Hat halt auch diesen Luxus-Touch. Klar, ne? Also zu schwarz außen passt es definitiv. Ja, und ist relativ neutral. Ne? Also ist, ja, hier, wir sehen ein paar Teile, haben wir gerade schon vom Auto gesehen, in der Sattlerei, die Alcantara-farbenen Sitze. Hier ist der Kunde mit einem dunkelgrauen Fahrzeug, so Graphit. Und dann die Anbauteile, alles so Akzentteile, dann in grün, samt Bremssattel natürlich dann auch. Sehr wahrscheinlich geil. Die Räder später werden auch einen grünen Pinstripe bekommen. Ja, da ja genau, da haben wir gerade die Sitze gesehen, die dann hinten eingebaut werden. Vorne sind sie drinnen. Ja, ein Teil ist ja schon drin, Armaturenträger ist schon drin, können wir gut auch mal vorne eben reinschauen. Vorne ein Sitz ist schon mal drinnen, der reicht eigentlich auch aus, mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, hier wenn ein Armaturenbrett kannst du noch mal machen, da siehst du relativ viel. Komm mal ruhig rum. Geile Ausstattung. Ah, hier, da ist das mit dem Blau. Das, was wir auch gerade gesehen haben. Und so würfelt sich das Ganze dann zusammen. Also wenn du willst, kannst du einmal reinhalten gerne. Na, Robert, schau mal rein in dein Auto, ob das was für dich wäre. Aber finde ich, hat was. Schwarz außen, innen mit dem Grün. Wenn du das komplett durchziehst, auch mit den Bremssätteln dann und dann so diese ganzen kleinen zusätzlichen Akzente, die du dann setzt. Selbst die Schilder. Ne? Genau. Das ist schon geil. Aber ein geiler Grünton. Ja, geiler Grünton. Und der geht ja zum Beispiel in die USA. Okay. Also so zum Thema Autoverteilung, wo gehen so Autos hin? Ja, bei euch, also es ist wirklich, habt ihr irgendeinen Markt, wo ihr sagt, da verkauft ihr die meisten Brabus-Modelle hin? Nein, gar nicht. War früher mal so, muss man einfach sagen, da hatten wir drei Kernmärkte. Viel Mittleren Osten wahrscheinlich? Ja, das hat sich aber deutlich gewandelt, weil mittlerweile, wir haben viele Kunden auch aus Europa, die Autos kaufen. Das war eine Zeit lang mal gar nicht so. Das gab es ein bisschen sicherlich im deutschen Markt, aber mittlerweile auch Märkte wie in der Tschechoslowakei, wie Polen, das sind auch Märkte, die boomen, denen es wirtschaftlich auch gut geht. Wie sieht es in Deutschland damit aus? Sehr gut. Also wir sind echt erstaunt, wie viele deutsche Kunden wir mittlerweile haben. Es war eine Zeit lang, war der typische deutsche Kunde ja eher der Understatement-Kunde. Der hätte niemals einen E63 wie du gefahren, sondern der hätte gesagt, ich fahre eine E-Klasse, aber ich nehme den E63, aber mach die Schriftzüge ab. Genau, darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, die ganzen Schriftzüge, alles weg und deswegen darauf wollte ich gerade hinaus, dass Brabus um Gottes Willen, nein, gar nicht. Und wenn, dann wirklich komplett Understatement. Das war so, das war früher so, ich sag mal 90er Jahre, ne? So 2000er anfangs auch, dann waren es die schwarzen S-Klassen, keine Schriftzüge drauf, 7,3 Liter Motor drin, 600 PS knapp. Das war immer ganz, ganz wichtig, ja, weil der Deutsche, irgendwie war da immer dieser Neidgedanke, das hat nachgelassen. Das muss man einfach sagen. Und die Leute sagen mittlerweile, nee, ich möchte das. Und ich möchte das zeigen. Dass die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich, deutlich höher ist für solche Themen heute. Ja. Und die Kunden mittlerweile in Deutschland sich fast gar nicht mehr von denen aus dem Ausland unterscheiden. Ja. Finde ich auch extrem gut, extrem wichtig. Ja, hier kann man es mal sehen. Ne? So sieht dann eine G-Klasse ohne Motor aus. Das heißt, der Motor ist drüben im Motorenbau, den werden wir gleich nochmal verfolgen. Ja. Der wird dann wirklich komplett zerlegt auf den nackten Block. Der wird dann gebohrt, wird dann beschichtet und in Handarbeit zusammengebaut. Straight durchschauen, Wahnsinn. Unfassbar. Hier dann unser Lieblingsthema, Grau-Orange jetzt in dem Fall. Ja, wie schon gerade gesagt, Grau und Orange sind gerade wirklich auch so ein bisschen Trend. Ja. Ja, Signature Stripes hier vorne in Orange als Akzent. Da kommen noch Carbon-Einleger nachher rein. Auch hier wieder Orange, das ist ja Wahnsinn. Ja, nächstes Auto auch wieder Orange. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, die Kollegen, ne, wir haben ja gesagt, wir erweitern gerade, kriegen auch gerade noch neue Werkzeugkisten, werden gerade ausgepackt. Es sieht bei uns nicht immer so und so aus. Ja, und hier der Kollege kümmert sich gerade um die Fahrgestellnummer. Das heißt, Motor ist jetzt auch ausgebaut, der Werkstattschutz ist normalerweise einfach mal hier rüber. Ist vom Wind wahrscheinlich gerade weggeflogen und dann geht es da auch weiter. Ne? Hier viel Alcantara auch im Innenbereich, gar nicht so viel Leder. Wenn man da mal reinschaut, sieht man halt auch die Unterschiede.
ja, hier drüben steht dann schon der nächste, der dann auch komplett zerlegt wird jetzt. Innenausstattung ist schon raus. Ich glaube, da müssen, können wir auch mal einmal, gehen wir hier rum, kommen wir besser rum. Tür ist ja immer ein bisschen im Weg. Na, Robert, geh du mal hinterher. Den haben wir ja gerade frisch, wirklich, der ist jetzt ganz, ganz frisch zerlegt, wenn du da mal reinschaust. Ah, Robert, schau mal, das wäre doch der richtige Stuhl für dich. Welcher? Hier, der richtige Sitz, oder? Ja. Boah, da sehe ich mich drin. Oder? Das wäre doch mal was. Das war ich dann auch Stadt und auch wieder komplett einfach alles zerlegt, wenn du das anschaust. Der ganze Fahrzeugboden, Teppich ist alles raus. Dachhimmel kommt noch raus jetzt. Das ist schon Wahnsinn, dieser ganze Aufwand. Aber jetzt mal blöde Frage. Diese ganzen Teile, die jetzt hier ausgebaut werden. Ich meine, klar, Sitz nimmt ihr wieder her, wird beledert und alles wird wiederverwendet. Aber jetzt mal so ein Thema wie Auspuffanlage. Die ändert ihr ja komplett. Da baut ihr eure Auspuffanlage doch. Was passiert mit den Teilen, die übrig bleiben? Also ein Großteil der Teile. Kriegt der Kunde wieder oder also ein Großteil der Teile muss natürlich mit dem Auto wieder zurück, wenn es sich um Exportauto handelt. Das hat mit Zollbestimmungen zu tun. Alles, was wir hier ausbauen und wir hier theoretisch ja verkaufen könnten, würde dann natürlich nicht ausgeführt werden. Das wäre nicht korrekt für den Zoll. Das heißt, wenn die Autos unter Zollgut stehen, da ist aber immer eine Markierung auf der Arbeitskarte, dann kommen die in eine Sammelbox und werden mit dem Auto wieder ausgeführt. Okay. Wenn wir natürlich Autos für uns bauen oder auch Autos, die in Deutschland bleiben, Kunden, sagen wir natürlich klar, die Räder kann man für den Winter nehmen. Ne? Ist manchmal auch ein Thema, dass sie als Winterradsätze dann unbereift werden. Ja. Alles, was sonst, ich sag mal, runtergezogen wird, Lederbezüge beispielsweise, ja, das geben wir teilweise auch an Kindergärten zum Basteln und solche Geschichten für Schulen. Und der Rest, alles was Metall ist, ja, ich sage jetzt mal einfach der Kolben aus dem Motor oder die Kurbelwelle, ja, das geht zum Recycling. Ja, das heißt die Kurbelwelle, weil die brauchst du nicht. Also es wird im Endeffekt nichts bei euch verschrottet, einfach weggeschmissen, sondern kannst es dann recyceln. Ja, es wird getrennt nach den jeweiligen Materialien, nach Stahl, nach Alu. Ja. Da gibt es jeweils, siehst du ja auch überall in der Werkstatt, wir trennen hier Folie und Restmüll und diese ganzen Sachen. Und dann geht das weg. Weil das ist eigentlich schon verrückt zu sehen, wenn du sagst, okay, nimmst du jetzt so eine G-Klasse, die wird in Graz zusammengebaut, die kommt hier fertig an, ist fahrbereit, du kannst damit fahren, der ist 100% ready. Und dann kommt er bei euch an und wird wieder komplett zerlegt. Ja, wir fangen fast von vorne an. Ja, fast. Nicht ganz, aber fast. Ist so. Aber es gehört dazu, sonst bekommst du halt nicht dein individuelles Auto. Das stimmt. Und die Bautiefe, die gibt es halt auch vor. Ne? Ich meine, ich kann nicht die Farbe des Fahrzeugs ändern, wenn ich es nicht komplett zerlege. Ich kann es schon, ich kann es folieren, aber es ist nicht so, wie wenn man es richtig lackiert. Ja. Und oft ist es ja auch so, dass der Kunde dann sagt, okay, ja, ich habe schwarzes Leder, ist schön, ich möchte es aber anders haben. Ja? Und hier sieht man zum Beispiel meine S-Klasse Innenausstattung, die komplett ausgebaut ist. Ja, die wird jetzt dann abgezogen und geht dann in die Sattlerei. Hier sieht man auch wieder, Motor ist raus, sprich auch wieder eine Rocket-Version mit 900 PS. Und dann gucken wir mal, wo sowas hingeht. Nach Singapur. Singapur. Das ist ganz was anderes. Das ist jetzt auch nicht so oft, aber da kann man mal sehen, das ist wirklich sehr international. Das ist Besonderheit hier auch Rechtslenker. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja einen Rechtslenker. Ja, und in dem Fall auch Alcantara-Armaturenträger, Dachhimmel in Alcantara, also auch ein ganz anderer Farbton, aber auch wieder orange. Ja, sonst alles schwarz. Wahnsinn. Nächstes Auto nebenan, Linkslenker, also normale Variante, schaut man auch mal rein, Kombination schon geil, das aus Orange. Leder und Alcantara, also hier will der Kunde beide Materialien haben. Schon geil, wenn du dann trotzdem den Kontrast mit Schwarz hast, dann hat das wirklich was, mit den schwarzen Nähten definitiv. Ah ja, schau, ist auch wieder eine andere Steppung. Ja, schwarz gesteppt, Perforation durchgehend. Nee, sogar auch partiell, ne? Hört in den Nähten auf. Und dann auch alles, was man hier sieht, auch mal so ein Beispiel. Das ist ja ab Werk immer alles in Kunststoff. Bisher eigentlich... Ja, alles in Leder bezogen. Bisher habe ich jetzt noch kein Auto gesehen, wo jetzt auch der Innenraum komplett gleich ist. Schau mal hier rüber, auch wieder anders. Sieh dir das mal rein. Der komplette Kofferraum, auch alles beledert. Unfassbar. Allein hier der Griff, auch schön Kühlschrank am Start. Das ist schon sehr viel Detailarbeit dabei, selbst Heckablage. Ne? Eben, genau. Komplett in Leder mit Carbon-Kombination jetzt hier in dem Fall auch. Hier mal reinschauen, sieht man es auch. Die arbeiten gerade natürlich noch, die Kollegen. Auch alle Schalter in diesem Shadow-Chrom jetzt in dem Fall. Schwarzes, grob, also wirklich gröberes Carbon im Vergleich zu dem normalen. Ne? Also hat eine etwas gröbere Struktur. Ja, das hat was. Da wird jetzt gerade noch dran gearbeitet. Ne? Also sind noch ein paar Detailarbeiten zu machen. Eine Türverkleidung fehlt auch gerade noch. In dem Fall jetzt 800 PS-Variante. Ja, auch ein Monsterschiff. Ja, was wir hier auch gemacht haben, ist auch mal vielleicht ganz schön, mal drüber zu sprechen. Alles, was sonst sehr viel Chrom ist, haben wir hier wirklich mit einem Shadow-Chrom gemacht. Also abgedunkelt, damit es ein bisschen dezenter ist. Ja. Weil wir bei vielen Kunden merken, gerade so im europäischen Bereich, die sagen, ja, ist ja ganz schön, aber das ist mir zu viel Chrom. Und somit kann man das so ein bisschen reduzieren und dann natürlich noch unsere Karosserie-Anbauteile dazu
in einem Prepack Carbon. Ja. Ja, also alles, was wir hier verbauen, ist echtes Carbon. Es wird im Oklaven gefertigt, also in Handarbeit vorher und dementsprechend auch sehr passgenau. Ja, ja, und dann kommen wir eigentlich zur Final-Geschichte hier in dem Gebäude jetzt. Das heißt, hier ist die ganze Abnahmefläche. Jedes Auto, was der Kunde bekommt, jetzt zum Beispiel gerade ein Vorführwagen von uns, der für ein Event vorbereitet wird, gehen wir hin und die Kollegen machen eine komplette Abnahme. Die dauert teilweise auch mal 2 bis 3 Tage, je nachdem. Ach krass. Ja, je nachdem, wie aufwendig das Auto umgebaut ist. Das heißt, da wird wirklich jedes Bauteil kontrolliert. Das wird natürlich in der Fertigung vorher schon gemacht. Was ist dann für euch am aufwendigsten, wo ihr sagt, das müsst ihr am meisten checken, am längsten checken? Wenn das Auto komplett lackiert wurde. Okay. Weil du hast einfach das Thema, dass du, wenn du lackierst, dann muss ja nur eine Unterlegscheibe irgendwo in der Tür liegen. Ja, oder ein Clips abgebrochen sein, ja, und das hörst du. Und dementsprechend kontrollieren die Kollegen hier wirklich alles und gerade auch bei der Lederausstattung. Ah, stimmt, das ist der Super Black, den sind wir genau. Ja, den durften den wir auch ihr, schon genau, fahren. Den habt ihr gefahren, der hat jetzt nur ein paar andere Reifen bekommen und der geht jetzt am Wochenende auf ein Event, hat jetzt auch schon ein paar Kilometer. Und hier sieht man auch wirklich, dass du ganz viele Sachen in so einem Lederthema machen kannst. Weil wir haben jetzt hier alles nur schwarz. Aber ja, alles nur schwarz ist hier geprägt mit verschiedenen Mustern. Wahnsinn. Hier Thema partielle Perforation, Naht, dunkle Schriftzüge, alle Schalter abgedunkelt, Fußboden komplett in Leder, ja, Fußmatte, Kombination Leder und Stoff, also Leder und Velour, Carbon, ja, also diese ganzen Sachen. Und somit wird so ein Auto halt auch mal, wenn es nicht die Farbe ist, manchmal im Detail halt auch schon unterschiedlich. In dem Fall 900 PS was gefahren, sowas geht wirklich, wirklich gut. Ja, der war geil, komplett einfach alles blacked out. Ja, und das ist halt so das Gegenthema zur Rocket Edition. Rocket Edition ist ja sehr auffällig, also auch schon für die Leute, die wirklich das Außergewöhnliche haben wollen. Und hier ist es ein bisschen dezenter. Aber genau da ist es mir dann aufgefallen, weil wenn du auf den ersten Blick so hinschaust, denkst du dir, ja geil, komplett alles in schwarz. Aber wenn du dir dann wirklich hier eben genau die Nähte, einfach die kompletten Details anschaust, da fällt dir das halt dann wieder auf, ja, diese extreme Handarbeit, die da hinten geleistet wird. Du könntest ja auch noch mit Materialitäten spielen, du könntest ja auch noch Alcantara verwenden oder Mikrofaser. Genau, ja, richtig. Also, da gibt es immer ganz viele Möglichkeiten. Und manchmal sind es auch die Kleinigkeiten. Ja, die Schriftzüge hier sind auch wieder abgedunkelt, damit das diesen typischen Schwarzlook alles hat. Da gibt es mit Reserverad, ohne Reserverad hinten. Ja, Masterpiece-Schriftzüge hinten mit der Umrandung. Ja. Das wird dann halt nur bei den kompletten Masterpiece-Autos dann hinten angebracht. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns ins Auto und fahren mal drüben bei uns ins Werk 3. Sehr geil, mach mal so. Willst du bei mir in der E-Klasse mitfahren? Wie du möchtest. Ist halt kein Brabus-Umbau oder sollen wir mit? Nee, komm, wir fahren bei dir mit. Schauen wir mal, was du für ein Spielzeug da hast, oder? Wir haben das passende Gegenstück, wirklich das Offroad-Gegenstück fürs Auto. Sehr gut. Also, Robert? Ich sehe, da können wir ein paar Motoren mitnehmen. Können wir direkt was einpacken? Ich würde sagen, da helfen wir eher mit. Hinten in den Kofferraum. Du hilfst mit, oder wie? Ja, das ist für mich gar kein Thema. Aber also, du bist schon im Prinzip bei uns ein Mann, ein Motor. Ja, ja, genau. Das heißt, dann musst du es auch komplett machen. Okay. Also wir sind ja schon in der Falterbach gewesen und haben uns das schon mal ein bisschen angeschaut. Dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt. Also wir machen natürlich alles per Handarbeit hier. Das heißt, viele Komponenten werden natürlich für uns vorher gefertigt. Die bekommen dann die Kollegen hier aus dem Motorenbau. Motor kommt aus der Werkstatt, wird hier angeliefert, wird dann komplett auf den nackten Block zerlegt. Dann gehen wir hin, also hier kann man sehen, Zylinderköpfe, jetzt gerade hier zum Beispiel der Kollege ist jetzt gerade im Urlaub, aber der zerlegt gerade einen Motor, das heißt, gerade angefangen, der ist ja nicht ganz fertig geworden, der bleibt dann jetzt auch, ist aber so geplant, dann stehen, weil das Auto wahrscheinlich noch Lederausstattung bekommt, also zeittechnisch passt das. Dann wird komplett Dichtungsmaterial später entfernt, sodass das wieder den Ursprungsstand entspricht. Ja, und der Kollege hier vorne, der ist schon ein bisschen weiter. Er hat nämlich dann schon mal 4 Liter auf 4,5 Liter umgebaut. Das heißt, er komplettiert jetzt hier den ganzen Motor, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer und die ganzen Geschichten noch. Und für jedes Teil, was er verbaut, hat er ein Protokoll, muss er ausfüllen. Jedes Teil wird gebogen, jedes Teil wird vermessen. Das heißt, Toleranzen ausschließen, sprich andere Kolben, andere Pleuel, andere Kurbelwelle, teilweise auch Nockenwellen, je nach Motor. Und dann baut er den wieder zusammen und dann zum Schluss hat der Motor nachher 900 PS. Wahnsinn. Wie lange brauchst du, Sebastian, für einen? Circa 14 Tage. Ja. Mit zerlegen, ohne zerlegen? Ohne zerlegen. Ohne zerlegen. Das Zerlegen kommt nochmal dabei. Wir müssen ja alle Dichtflächen von Dichtmaterial befreien, sprich von Silikon. Wir machen alles komplett super sauber, bevor wir dann anfangen, den wieder aufzubauen. Spezielle Lader zum Schluss dann oben drauf. Den 4,5 Liter benutzt ihr sozusagen dann nur bei der Leistung mit 900 PS, genau. Richtig? Korrekt. Okay. Sonst benutzen wir einfach nur geänderte Turbolader, ja. Also einen größeren Durchmesser.
und bei der 700er sogar nur eine Elektronik. Ja. Ja, und da muss man auch dazu sagen, also ich meine jetzt bei mir beim E63, wir haben so um die 840 PS und den würde man auch easy auf 900 PS hochbekommen. Wir haben ganz normal den Serienmotor, den V8 4 Liter Motor. Und das finde ich schon geil, weil du würdest ohne Probleme auf die 900 PS hinkommen, ohne dass du großartiger Motor was machen musst, ja, sondern einfach nur die Lade. Und ihr betreibt dann da diesen riesen Aufwand, damit das Ganze halt natürlich dann haltbar macht. Ja, also geht um Haltbarkeit, geht natürlich aber auch um Leistung. Ne? Ja. Allein wie die Leistung kommt, ja, ein kleiner Hubraum, ja, ein kleiner Brennraum ist ein kleiner Brennraum, ja, und ein halber Liter mehr verteilt auf 8 Zylinder, ja, das bringt schon viel. Ja? Definitiv. Also prozentual ist das schon eine Menge und dann hat so ein Motor halt eine etwas andere Kultur. Ja. Und das ist ja auch eine Frage, wie so ein Motor dann anspricht. Kannst natürlich einen riesen Lader da drauf machen, hast null Ansprechverhalten beim, genau, Lader, dann wird es halt langweilig. Ne? Genau. Also ich meine, klar, das ist für ein Beschleunigungsrennen ganz nett, aber im Alltag läuft sowas halt deutlich, deutlich charmanter und wir geben auf so einen Motor halt 3 Jahre Garantie. Ja. Ja, oder 100.000 Kilometer und so ein Ding muss funktionieren. Und das ist natürlich, da betreiben wir halt wirklich hohen Aufwand. Ich kann mal so ein paar Prototypenteile hier vorne zeigen. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Grundsätzlich sind Motorenteile natürlich nicht aus Kunststoff. Ja? Aber hier sind zum Beispiel mal so Teile, die wir gedruckt haben oder gefräst haben, um überhaupt auszuprobieren, funktioniert das überhaupt mit dem 4,5 Liter. Wir haben den Motorblock gescannt, ja, wir haben 3D-Aufnahmen vom Motorblock, wir haben alles, wir können, ja, alles konstruieren, aber die Realität manchmal, die will man überprüfen. Das heißt, wir haben uns hier dementsprechend Kolben und Pleuel angefertigt, ein Stück von der Kurbelwelle und konnten somit checken, weil wir hatten nämlich ein Thema, das war bei uns ganz wichtig, die Spritzbodenkühlung für den Kolben. Mhm. Also die Ölkühlung. Ja. Wir haben extra dafür eine neue Düse gemacht. Ja. Ja. Grundsätzlich früher beim 12-Zylinder hat man die Seriendüsen gehabt, hat die bearbeitet oder eine andere Düse genommen, hat die umgearbeitet. In dem Fall ist jetzt so speziell für den Motor eine extra Düse gemacht. Und hier kann man auch mal sehen, wie unterschiedlich so Kolbenformen eigentlich auch mal sind. Ne? Also je nach Motor und je nach Motorkonzept, Sauger und je nach Baujahr natürlich auch. Das sind manchmal jetzt, ich sag mal, ist ja hier relativ schlank. Ne? Das ist das Kunststoffteil, das ist das fertige Teil nachher. Ja. Ja, so verbauen, ja, wir den Kolben im 4,5 Liter und dann guckst du dir so solche Kolben an, solche Klopper hier an. Ne? Also das ist schon mit Kolbenhemd, alles geht über, das ist so ein etwas älterer Vierventilmotor. Und somit bis zur Smart-Kurbelwelle hier, das war auch mal ein Versuch von uns, bis zum großen Turbolader. Also hier zum Beispiel, das ist auch die V12-Variante, ja, genau. 900 PS, ja, großes Verdichtergehäuse. Schon verrückt. Komplett auch mit einer Hitzeschutzumwandlung, ja, nochmal versehen. Das, genau, ist das Serienteil da drüben. Genau. Ja, da kann man schon mal sehen, dass das natürlich deutlich kleiner ist. Da siehst du nämlich mal diesen riesen Unterschied zu, ja, hier. Das ist schon. Plus Frischluftseite noch. Ne? Ja. Manchmal ist das dann aber auch so, dann passen die Turbolader nicht mehr am Motor. Ja. Das heißt, dann gehen wir hin und fräsen uns neue Motorträger, Motorhalter. Das heißt, weil wir hier eine größere Turbine haben, haben wir vielleicht hier nicht mehr so viel Platz, ja, um, ja, den Motor zu befestigen. Das heißt, dann musst du sowas halt auch neu konstruieren. Und das ist halt in-house viel Fertigung. Natürlich Kolben und so lassen wir für uns fertigen speziell. Und wir versuchen halt möglichst tief immer reinzugehen, um dem Kunden natürlich auch die Möglichkeit zu geben, nachher möglichst viel Leistung mit Alltagstauglichkeit zu kombinieren. Ja. Na, und uns geht es nicht darum, jetzt die 1000 PS zu knacken, weil wir unbedingt 1000 PS haben wollen, sondern wie viel Drehmoment hat er, wie fährt er damit, kriegen wir einen Emissionstest hin, ist das nächste Thema. Deswegen sage ich ja, wie gesagt, du würdest aus dem 4-Liter-Motor, würdest du locker deine 900 PS rausbekommen, aber wie du schon gesagt hast, die Haltbarkeit ist natürlich das eine und dann natürlich auch, was die ganze Performance angeht. Das ist natürlich auch schon, was ich das festgestellt, ja, habe hier und da sind wir halt wieder bei dem Thema, dieser Aufwand, der dann betrieben wird, dass er sagt, okay, ihr geht jetzt auf den 4,5 Liter Motor, das ist halt schon krass. Das ist auch immer ein großer Schritt, muss man sagen. Also ja, es ist auch wirklich, der Aufwand ist so viel größer zu einer normalen Leistungssteigerung. Ja. Du kannst halt mit einem Turbolader und Verdichtergehäuse und ein paar anderen Sachen, vielleicht noch anderen Düsen, anderer Einspritzmenge, kannst natürlich immer viel Leistung machen. Die Frage ist, was kommt nachher aus dem Auspuff raus und wie lange kann der Motor das vertragen, Brennraumtemperaturen, verschiedene andere Sachen, Drücke. Und das kannst du halt, wenn du so eine Neuentwicklung machst, kannst du das alles genau darauf abstimmen. Sprich, der Kolben kriegt die richtige Beschichtung an der richtigen Stelle. Ja. Ja. Die Zylinderlaufwände werden speziell beschichtet. Und somit kannst du eine Haltbarkeit dann halt auch generieren und so ein Motor ist dafür ausgelegt. Und dann auch bei 50, 60 Grad Außentemperatur in Dubai, wie bei minus 20 Grad, ja, irgendwo, wo es richtig kalt ist im Winter. Aber bedeutet dann, wie lang baut ihr jetzt dann den 4,5 Liter Motor schon? Seit wann bietet ihr den an? Motor bauen wir jetzt, wenn ich jetzt nicht lüge, seit circa 2,5, knapp 3 Jahren. Okay, also, ja, sozusagen bei der ersten Rocket Edition? Genau. Das war der 4,5 Liter Motor im GT. Da haben wir den präsentiert. Ja. Aber wir haben ein bisschen geschwindelt. Das erste Versuchsauto war ein G.
Okay. Das heißt, wir hatten schon eh die Idee, den in G einzubauen, haben auch ein Versuchsauto gehabt auf Basis der G-Klasse, ja, wo wir die ersten Testfahrten mitgemacht haben, haben dann aber gesagt, wir wollen erstmal den Rocket GT machen und haben dann mit der G-Klasse als Edition halt nachgelegt. Aber das war für uns klar und dann mittlerweile ja auch im GLE Coupé und wir bieten den Motor jetzt halt auch normal in den Baureihen an. Das heißt, wenn einer einen G900 Superblack beispielsweise wie du ihn gefahren hast, ja, dann geht es halt auch dezenter bis nachher zum XLP jetzt, wo wir ja gerade gefahren sind, als Superblack dann auch bis 900 PS. Also wirklich über die Baureihen, die gerade verfügbar sind. Wahnsinn. Ja, können wir mal weiter schauen, was hier noch so rumsteht. Stehen natürlich mehrere Motoren. Also Robert, du weißt Bescheid, wenn du irgendwas findest, ne? Ja. Ich lenke Sven ein bisschen ab. Ja. Dann, du hast ja deine Tasche dabei. Ja, genau, ich hab's schon gesehen. Sehr gut. Ja. Ab und zu bauen wir auch nochmal einen 7,3 Liter Sauger. Poh. Da ist dann auch nochmal ein bisschen was dabei. Hier sieht man mal die Zylinderköpfe. Ja. Da sieht man auch, wird schön bearbeitet, alles die Kanäle, Einlass, Auslass wird bearbeitet. Rumpf, nächster Rumpfmotor steht schon hier, der ist schon mit Zylinderköpfen, der nächste ist halb fertig. Das heißt, wir sind natürlich auch immer noch in der, haben immer noch die Möglichkeit, auch etwas ältere Motorvarianten, die wir mal im Programm hatten, wieder zu fertigen. Wahnsinn. In dem Fall 7,3 Liter, 600 SL beispielsweise. Findet man ab und zu auch mal in dem einen oder anderen aktuellen Auto so einen Motor nochmal. Ist halt einfach ein geiler Motor. Also voll, zu der Zeit war voll, das einfach der 12-Zylinder, der war halt schon echt Kult und hat auch für Brabus ganz, ganz viel gebracht. Ne? Die SL 7,3 Liter S-Variante, ja, im EV12 im ersten drin gewesen, im zweiten EV12 drin gewesen, 330 km/h, W210, schnellste Limousine der Welt. Ja, und dann später kam ja die Biturbo-Motoren. Aber schön ist halt einfach, dass wir die Leute hier haben, die sich mit den modernen, wie aber auch mit den etwas älteren Motorvarianten, ja, auskennen. Und da kommt für mich auch direkt dann das Thema auf, jetzt stellt euch mal vor, jetzt gibt es irgendwann in ein paar Jahren nur noch Elektro. Dann würde es ja das hier nicht mehr geben. Nee, dann müssen wir uns für die Kollegen was anderes überlegen. Aber die sind sehr wandlungsfähig. Das, weil du gerade von Mitarbeitern gesprochen hast und das Ganze, ist halt dann schon verrückt. Wenn du dann auf einmal sowas hier nicht mehr hättest. Ja, okay, noch vielleicht die älteren Autos. So wie jetzt dann hier, baust wieder den Motor auf. Das ist halt dann schon krass, wenn du dann sowas siehst. Ja, aber du hast auf der anderen Seite, darfst du nicht vergessen, erstmal wissen wir nicht, wie es genau ausgeht. Genau. Das ist ja gerade eine Riesendiskussion und viele sagen, ja, aber so ganz ist es nicht rund mit dem Thema, ja, Elektro. Da hat ja jeder auch seine Meinung. Meiner Meinung nach in Teilbereichen macht Sinn. Ja. Ich meine, ihr habt ja Tesla. Wir machen mit dann Startic das Thema Tesla. Porsche, wir machen Taycan. Wir machen Mercedes, EQS. EQC haben wir auch gemacht. Ja. Beschäftigen uns mit dem Electric Smart ja schon ganz, ganz lange. Und die neuen Smart-Modelle, die ja auch noch kommen. Also wir gucken schon immer hin und haben selber, ich weiß gar nicht, wann war es, 2011, haben wir eine elektrische E-Klasse mit 4 Radnabenmotoren gemacht. Warum? Weil wir uns der Technik oder der Technologie nicht verschließen wollen. Ja. Wir wollen darauf vorbereitet sein, wir wollen sie verstehen und wir wollen einschätzen, was macht wirklich Sinn nachher. Ja, und wir haben zum Beispiel heute auch schon im Programm Leistungssteigerung für Hybridmodelle, wo du den Verbrennermotor Leistungssteigers und zum anderen aber auch aus dem Elektroantrieb nochmal mehr Boost rausholst. Okay. Und das geht auch über Zusatzsteuergeräte jetzt in dem Fall. Und jetzt kommen ja auch die neuen AMG Performance Plus Modelle. Ja. Ja, da ist sicherlich auch ein Thema, wo wir dann rangehen, ja, müssen. Da E-Performance, da müssen wir natürlich auch nochmal reingehen, weil da ist natürlich eine ganze Infrastruktur an Elektronik nochmal, die anders ist, weil du hast ja nicht nur den, ja, Verbrenner zu steuern, sondern halt die Kombination aus Elektroantrieb und dem Verbrenner. Ja. Und das sind halt immer so Sachen, wo wir uns dann tief reindenken und dafür brauchen wir auch immer Leute. Ist halt deutlich komplizierter, das Ganze. Und potenzialmäßig ist aber, seht ihr da auf jeden Fall Potenzial oder einfach mal schauen, wo die Reise hingeht? Also grundsätzlich sehen wir da Potenzial, ja, definitiv. Ja, weil das, ich sag mal, 843 PS, glaube ich, sind es im GT. Das ist schon ein interessantes Thema. Jetzt muss man mal gucken, wie funktioniert das wirklich. Ja. Das Zweiganggetriebe, was hinten noch drin ist. Genau. Wie kriegt man das abgestimmt? Funktioniert das sauber? Das soll, wenn dann, halt schon eine perfekte Lösung sein. Und dann werden wir auch Stück für Stück uns daran nähern. Ja, deswegen, also das, glaube ich, das bleibt sehr, sehr spannend über die nächsten Jahre, wie sich das Ganze entwickelt, ob wir weiterhin hier solche Motoren sehen, ja, sei es 12-Zylinder oder sei es die 8-Zylinder. Ja, aber guck mal, 8-Zylinder ist schon mal ein gutes Beispiel. Beim GLE zum Beispiel, da ist es ja auch schon im Grunde genommen im Wandler drin, ist ja auch schon halber Elektromotor drin. Richtig. Auch dafür mussten wir, wie zum Beispiel im Vergleich zum GT und zum G-Modell, mussten wir schon wieder eine andere Kurbelwelle entwickeln. Ja. Auch da kann es weitergehen. Das war jetzt eine Kombination. Aber zum Schluss, die Technik, die da ist, mit der beschäftigen wir uns. Und dann muss man sehen, macht das wirklich Sinn? Macht das Sinn, ja, oder nicht? Hält der Motor? Kann der mehr Leistung machen? Was müssen wir für einen Aufwand betreiben, um das zu tun?
Ja, wie du sagst, wir hätten 900 PS auch vielleicht aus dem Motor so rausbekommen, aber wie lange hält's? Und da sagen wir, okay, wir machen Messungen, wir machen Abgasemissionstests. Ja. Und dann stehst du dann und sagst immer, ja, so funktioniert es nicht. Wenn du es machen willst, musst du das und das ändern. Genau. Dann gehen wir halt in die Materie rein. Unser Technikteam konstruiert das. Wir machen Prototypenläufe, machen Langzeittests. Und erst dann sagen wir, okay, Produkt ist da. Deswegen kann sowas nicht immer sofort kommen beim Marktstart, wenn das Auto gerade ausgeliefert wird, weil wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um das zu entwickeln. Vor allem ist es definitiv nochmal ein Unterschied, ob du 800 PS fährst oder 900 PS. So wie jetzt bei mir mit der E-Klasse, 840 PS, habe mittlerweile knapp 60.000 Kilometer drauf, habe noch nie irgendwelche Probleme gehabt mit den Ladern oder generell mit dem Motor. Aber wenn du natürlich sagst, jetzt gehst du auf die 900 PS hoch, 60 PS nochmal mehr, das ist natürlich dann ein deutlicher Unterschied. Und das ist natürlich haltbarkeitmäßig ist da nicht mehr so gegeben. Dementsprechend, ja, der 4,5 Liter Motor hast dann natürlich dann einen richtigen, deutlichen Vorteil. Ist aber halt auch aufwendig, wie der Kollege gerade sagt. Genau, eben, deswegen. Das ist halt dann, wo du sagst, wo wir dann von 60 PS mehr reden, aber wie gerade schon, dauert halt 14 Tage, ne? Motor muss komplett zerlegt werden und so weiter und so fort. Und die restlichen Zeiten sind ja nicht drin. Also eine Woche, nicht eine Woche, aber fast eine Woche zerlegen, reinigen. Ja, genau. Die kommt nochmal oben drauf und dann hast du ja auch nochmal Einbau, Ausbau, sind ja auch nochmal mindestens 2 Arbeitstage. Ist schon verrückt. Die dann oben drauf kommen. Ja, also hier die Kollegen vermessen natürlich alle Teile. Kurve ist klassischer, wirklich klassischer Motorenbau, aber natürlich mit Hightech-Unterstützung. Drüben mit dem Thema CNC, das heißt alles, was bearbeitet wird, wird drüben von den Kollegen in der CNC-Abteilung bearbeitet. Ja. Sprich teilweise auch mal die Bedplate unten, also sprich Kurbelwelle Platz schaffen im Kurbelgehäuse, teilweise Zylinderköpfe, die auf der CNC bearbeitet werden. Bohrungen, klar, natürlich, Bohrungen vom Motor. Ja, und dann Teile. Ja, das ist wirklich halt Pleuel, Kolben. Ja, hier haben wir dann einen fertigen Motor, 12 Zylinder, Biturbo, 6,3 Liter, auch mit Schmiedekolben, anderer Kurbelwelle, großen Verdichtergehäusen und hat zum Schluss dann auch 900 PS, so der klassische Motor, wie er in der S-Klasse verbaut war, 222, also Vorgängermodell noch. Es gibt ja, jetzt kommen gerade erst die Maybachs mit dem neuen 12 Zylinder mit dem Vierradantrieb, da sind wir auch dabei, da entwickeln wir auch gerade was für. Ja. Und hier sieht man halt auch mal den Aufwand, welchen Aufwand wir hier bei dem Motor betreiben. Es ist halt nicht nur, wir machen Hubraum, sondern wir haben komplett geänderte Turbolader. Wir haben anstelle zwei Ladeluftkühlern, also Wasserluftkühlern, haben wir 4 Ladeluftkühler, genau. Ein großes Saugrohr, ja oben drauf nochmal. Schon Wahnsinn. Und ein kleines, feines Detail hier auch diese Schellen. Ne? Das ist mal so ein Beispiel. Normalerweise sind alle Leitungen mit ganz feinen Schellen hier befestigt, weil wir so hohe Drücke fahren halt auch, ist da eine Spezialschelle nochmal verwendet worden und hier auch etwas breitere Schellen und solche Sachen, damit so ein Ding halt auch lange funktioniert. Und dann haben wir hier bei so einem Motor, der kann bis zu 1500 Newtonmeter. Ja. Hat auch 900 PS, aber 1500 Newtonmeter ist halt einfach schon echt geiler Motor. Passt S65 rein, Maybach, solche Varianten. Apropos Auto, ich glaube, Sven hat irgendwas, habe ich glaube, irgendwas gehört, dass wir heute noch irgendwas fahren dürfen. Du hast natürlich schon mal viel von uns gefahren, aber wir haben natürlich auch mal ein paar Autos da, die du noch nicht gefahren hast. Und ich glaube, wir haben uns auch ein schönes Auto geeinigt. Ne? Also ein schönes Coupé, was leider nicht mehr gebaut wird, muss man einfach wirklich sagen. Stimmt, hast du recht. Betonung liegt hier wirklich auf leider, weil ich finde ein ganz, ganz tolles Auto und passt auch in die Mercedes-Range eigentlich perfekt rein. Ja. Deswegen finde ich schön, dass wir so ein Auto noch haben. Konstantin liebt das ja auch, das Auto. Und ich wünsche dir da einfach jetzt gleich viel Spaß mit. Wir holen den Schlüssel und dann geht's ab auf also die Straße. Auf jeden Fall, Sven, vielen Dank für den Einblick. Also für mich mega faszinierend gewesen. Ich denke, für euch Leute auch mal zu sehen, wie viel Aufwand, wie viel Herzblut bei Brabus da dahinter steckt. Wenn du dir das Ganze anschaust, was Innenraum angeht, dann allein das Auto komplett zu zerlegen, alles drum und dran, wie viel Aufwand da dahinter steckt, bis hin jetzt zum Motor noch hier als letztes da den Einblick zu haben. Also wirklich faszinierend. Ja, Sven, danke dir nochmal. Gerne. Ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss mit dem Video. Ich hoffe, du hast ein bisschen was eingesteckt, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist wichtig, gell? Da brauchen wir auf jeden Fall was. Und dann, Leute, ja, seid gespannt auf das nächste Video. Denn, wie Sven gerade schon erwähnt hat, wir dürfen nämlich hier etwas fahren, was wir bisher noch nicht gefahren sind. Von daher, seid gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.